Dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Anschluss an den 24. Spieltag der NLV Regionalliga Nordost. Erste FC Lokomotive Leipzig gegen die TSG Neustrelitz. Endstand 3:0, Halbzeitstand auch 3:0. Die Torschützen, vielleicht die mitschreiben wollen, nochmal Albert Spahio, das 1:0 in der 26. Minute. Schulz in der 29. das 2:0 und das 3:0 von Krampner in der 33. Zuschauer waren es 2099. Und jetzt darf, wie immer, der Gästetrainer, in dem Fall Rastislav Vodul, als erster das Statement zur Partie abgeben. Ja, ich denke, ich muss nicht viel Worte verlieren. Zu unserer Leistung war sicherlich nicht das, was haben wir uns vorgenommen oder was haben wir die letzten Wochen gezeigt. Wir haben nach die letzten Wochen, wo wir sehr, sehr gut gearbeitet haben, uns vorgenommen, das heute genauso weiterzumachen, dass man gegen sehr engagierte Gegner sehr kompakt steht, dass man mit Leidenschaft und Siegeswille versucht mal zu spielen. Uns war klar, dass wir nicht viele Kontakte mit Rasen haben, jetzt im Moment, weil wir bei uns ein bisschen immer noch auf den Kunstrasen sind die ganze Zeit, aber wir kamen mit dem Boden, mit dem Gegner überhaupt nicht klar und wir haben heute gar nichts übrigens davon, was er uns eigentlich vorgenommen hat. Die Tore innerhalb ein paar Minuten war das Spiel entschieden und da haben wir versucht in Halbzeit den Kopf hochnehmen und ein bisschen mehr Leidenschaft zeigen, ein bisschen mehr gegen Steuern, dass wir nicht hier als klare Verlierer nach Hause fahren, aber eigentlich haben wir heute gar keine Punkte für die Leistung verdient. Und solche Siege sicherlich gehören zum Fußball, aber wir müssen schnell wie möglich wieder das analysieren und abhaken und sich auf die nächste Spieler konzentrieren. Aber kann man nur für den Einstellung und Bereitschaft unserer Gegner gratulieren und einfach jetzt für die kommenden Spieler, die viel auf uns zukommen, das besser machen und noch die notwendigen Punkte holen für den Ziel, was wir dieses Jahr haben. Danke. Jetzt das Spiel auf sich von der Kommission. Ja. Also, ganz am Anfang, ich bin wahnsinnig stolz auf meine Mannschaft. Sie hat heute eine außergewöhnliche Woche gekrönt, in der wir 7 Punkte geholt haben. Das hat man auch bei dem Spiel heute insgesamt auch nicht vergessen. Ich denke, niemand im Stadion hat heute erkannt, dass die Mannschaft 2 Spiele innerhalb von 4 Tagen schon in den Beinen hatte. Die Jungs sind wieder gelaufen wie die Hasen. Wir haben wieder taktisch diszipliniert gespielt. Wir sind einfach wieder über die Basics gekommen und haben dann jetzt natürlich mittlerweile auch mit Punkten im Rücken, mit einem Ergebnis im Rücken, sehen die Spieler auch, dass es schon auch fußballerisch geht, dass wir auch dort Möglichkeiten haben, uns spielerisch zu lösen, die eine oder andere Kombination auch zu spielen und sich trotzdem immer wieder über die ganz einfachen Dinge auch ins Spiel zu bringen und Torchancen zu erarbeiten. So unterschiedlich kann das sein. Mein Kollege sagt, er hat das Spiel zur Halbzeit schon abgehakt, ich natürlich nicht. Ich hatte auch das Gefühl, dass viele im Stadion schon einen Haken dran gemacht haben. Aber im Fußball, das habe ich den Spielern auch gesagt zur Pause, sind schon 1000 Dinge passiert, die man nicht für möglich gehalten hat. Ich habe da gestern, glaube ich, hat erst Hansa Rostock bei Alemannia Aachen 3:1 zurückgelegt oder 3:0 sogar, am Ende noch 4:3 gewonnen. Deswegen war es keine einfache Aufgabe und das muss ich sagen, wie sie es dann einfach auch zu Ende gespielt haben, zu Ende gekämpft haben, das war auch wieder außergewöhnlich. Aber auch an dem Spiel ist jetzt ein Haken, für mich persönlich zumindest. Die Spieler dürfen sich gerne noch ein bisschen freuen, heute und morgen, heute Abend gerne bis um 1. Länger natürlich nicht, weil am Dienstag ist wieder ein wichtiges Spiel. Aber ich muss den Zeigefinger heben, muss sagen, wir haben jetzt viele, viele schwere Aufgaben vor uns. Jetzt kommt Jena, dann kommt Magdeburg. Es kann auch ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen, wenn man nicht aufpasst, wenn man nicht wach ist, wenn man nicht die Dinge abruft, die wir jetzt 3 Spieltage lang abgerufen haben. Und man muss natürlich auch sagen, dass dann wahrscheinlich schon irgendwann auch
die Kraft dazu kommt. Aber meine Jungs haben mich heute eines Besseren belehrt. Ich habe heute niemanden gesehen, der ja, nicht spritzig gewirkt hätte oder großartige Probleme hatte. Wir werden es einfach sehen. Ich freue mich natürlich auf das, was jetzt kommt. Wir können jetzt auch ein bisschen durchatmen, aber mehr ist nicht erlaubt. Die Spieler nochmal haben Außergewöhnliches geleistet. Ich denke, dass es dem Verein gut tut, wenn im Umfeld auch Außergewöhnliches geleistet wird. Es gibt Sachen, die wir ein bisschen mit beeinflussen können, aber im Großen und Ganzen sind jetzt natürlich auch andere Leute gefragt. Ich wollte eigentlich gar nicht groß auf die Situation drumherum eingehen, aber es ist auch klar, dass meine Spieler jetzt erstmal in Vorleistung gegangen sind und dass dann natürlich auch was kommen muss. Was nicht heißt, dass meine Spieler jetzt aufhören. Und was auch nicht heißt, dass wir vielleicht nach zwei oder drei Niederlagen hier sitzen und dann sagen müssen, was ist denn jetzt los? Ja? Also wir müssen trotzdem auch sportlich natürlich immer wieder alles realistisch einschätzen. Aber das, was wir diese Woche gemacht haben, war grandios. Ich wünsche allen, die hier sind, ein schönes Wochenende noch, einen schönen Restsonntag und hoffe natürlich, dass ihr im nächsten Spiel wieder hier seid. Samstag? Also Samstag. Das ist Samstag, morgen Sonntag, ganzen Sonntag. Noch mehr frei. Ich bin froh, dass ihr alle da wart und uns die Daumen gedrückt habt. Ich hoffe natürlich, dass vielleicht auch der eine oder andere mehr dann wieder ins Stadion kommt, weil ich ja auch weiß, dass wir ein Stück weit davon abhängig sind. Dankeschön. Bevor es dann zu den Fragen geht, möchte der Rudolf auch kurz nochmal was sagen. Ja, ich sollte das nicht so wirken, dass wir uns den Halbzeitpausen aufgeben. Norman hat gesehen, dass er einfach heute da ist, wo nichts passt und wie die Art und Weise, wie wir gespielt haben, haben wir ganz wenig Chancen gehabt, das zu trennen. Wir haben den Programm, was auch heute noch zukommt, schon hinter uns. Wir haben die letzte Woche gegen Jena und Magdeburg gespielt, aber wir haben uns natürlich was vorgenommen, dass wir hier nicht zum Samstag-Ausflug sind, das ist klar. Aber gibt es Tage, wo man da wirklich muss auch sagen, dass der Gegner viel mehr investiert hat, als die Körpersprache für besser war. Das haben wir heute nicht gut gemacht. Dafür haben wir keine Punkte verdient. Aber meine Jungs haben auch jetzt 21 Tage siebtes Spiel hinter sich. Und wir sind ein bisschen schon in die englischen Wochen tiefer drin als Lok. Und es war heute natürlich nicht unser Tag, aber die Jungs werden natürlich den Kopf hochnehmen und wir werden die nächsten Spiele versuchen, die wieder Gas geben und unsere Punkte holen. Danke. So, dann gibt es jetzt die Möglichkeit der Nachfrage, die der Herr Emig nutzen möchte. Herr Rodul, wie geht es Ihrem Kapitän? Ist da was kaputt? Naja, er hat, wie wir alle gesehen haben, ziemlich Schmerzen jetzt, aber wir hoffen natürlich, dass da mehr als starke Prellung nicht ist, weil das wäre für uns fatal in die Phase. Braucht jeder Spieler, weil wollen wir die nächste Woche durchstellen und noch Punkte holen. Wir haben aber jetzt momentan keine Möglichkeit, das zu sagen, wirklich was da ist, aber wir hoffen, dass er außer den Prellungen nichts Großes hat. Knöchel oder Achillessehne? Er ist so von Seite. Er hat von Seite in die Stollen war getroffen oder war da getreten und zieht sich das von oben, von Wade bis Sprunggelenk. Und ich hoffe natürlich, dass da wirklich nicht was Ernstes ist. Weitere Nachfragen? Nein. Dann der Trainer oder die beiden Trainer haben schon gesagt, wir befinden uns gerade in den englischen Wochen. Die nächsten Spiele für den 1. FC Lok am 16.04. am kommenden Dienstag um 19 Uhr bei Carl Zeiss Jena im Ernst-Abbe-Sportfeld. Zum 21. Spieltag, also Nachholspieltag. Am Sonntag dann geht es ganz regulär nach Magdeburg, wo um 13.30 Uhr in der NDCC Arena gespielt wird da am Sonntag. Und das nächste Heimspiel ist am Mittwoch, den 24.04. Das ist der 16. Spieltag, da sieht man also, wie viel ausgefallen ist. Um 18 Uhr der 1. FC Lok hier im Wunderplache-Stadion gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC. Und der Trainer hat ja auch angesprochen, dass auch drumherum ja hier einiges zu tun ist, nicht alles nur eitel Sonnenschein ist. Ich würde Sie also nochmal
auch darauf hinweisen, die Aktionen, die laufen gerade, um den Verein über Wasser zu halten, die Trikotaktion, die 777 Trikots, Namen auf dem Trikot, sind noch nicht ganz weg alle, also da kann man sich auch noch einschalten, die Aktionen 500x500, die Retterkarten, die Rettershirts. Und ich würde Sie einfach bitten, jeder in dem Maße, wie er das vielleicht kann und möchte, sich da auch zu beteiligen und den Verein ja letztendlich ein Stück weit wieder in ruhigeres Fahrwasser zu bringen. Ansonsten bleibt mir dann auch nur, Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen. Die Mannschaft hat sicherlich ihren Teil schon mal beigetragen heute und vielleicht wird das Wetter dann auch noch ein Stück weit besser.